Wenn ihr wissen wollt, ob wir uns darin zurechtfinden, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute! Tachchen! Heute sind wir mal wieder im Bunker, aber heute passiert auch was ganz Besonderes. Und zwar was, Andi? Wir übernachten wieder im Bunker 24 Stunden, aber diesmal mit verbundenen Augen. Warum wir das machen, erklären wir euch jetzt. Es kann ja zu jeder Zeit im Bunker einfach das Licht ausgehen und man findet sich dann einfach nicht zurecht. Und deshalb wollen wir heute mal ausprobieren und simulieren Bunkerübernachtung bei Nacht. Ja, was ist, wenn dunkel ist? Was kriegt man hin, was kriegt man nicht hin? Ihr seht es ja trotzdem, weil Licht ist an, aber wir sehen diesmal gar nichts. Richtig. Wir haben auch mehrere Schichten, also wir werden mehrere Schichten anlegen, dass wir auch nicht hier unten durchgucken können, dass wir kein Licht durchsehen. Wir schummeln einfach nicht, deswegen haben wir auch heute einen Kumpel, einen Kameramann mit, der uns quasi filmt, weil alleine blind filmen ist ja ein bisschen ungünstig. Bevor wir jetzt aber mit dem Video richtig loslegen, kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos. CyberGhost VPN. Aber zuallererst ist die Frage zu klären, was ist eigentlich ein VPN? VPN steht für virtuelles privates Netzwerk. Eure Daten werden durch das Netzwerk verschlüsselt und eure IP-Adresse versteckt. Dadurch könnt ihr unter anderem geografisch eingeschränkte Inhalte wie zum Beispiel Filme, Serien oder andere Formate wie die Formel 1 im österreichischen Fernsehen über einen österreichischen Server gucken. Was ihr mit dem Zugang macht, ist komplett euch überlassen. Nicht einmal CyberGhost VPN als Anbieter weiß, was ihr treibt, weil sie eure Logs nicht tracken. Das Ganze ist mega easy einzurichten, da CyberGhost VPN ein einsteigerfreundliches Benutzerinterface hat. Das macht selbst die Nutzung für IT-Muffel zu keinem Problem. CyberGhost VPN ist dabei einer der größten Anbieter mit über 38 Millionen Nutzern. Außerdem haben sie 5 Sterne auf Trustpilot mit über 13.000 Bewertungen. Wem die 5 Sterne auf Trustpilot noch nicht reichen, sollte auf jeden Fall die Empfehlung bei PC-Welt, Netzwelt, Computerbild und Chip.de auschecken. Dort wird CyberGhost VPN als VPN Anbieter auf jeden Fall empfohlen. Was bekommt ihr jetzt bei CyberGhost VPN? Ihr bekommt die enorme Auswahl aus über 7200 Servern in 90 Ländern. Außerdem könnt ihr CyberGhost VPN für alle Betriebssysteme nutzen, wie zum Beispiel Windows, Mac, iOS oder Android und damit bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen. Wer keine 7 Geräte hat, kann außerdem mit Freunden und Familie teilen. Wenn ihr Bock habt, das Ganze auszuprobieren, könnt ihr jetzt auf den Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar klicken. Außerdem, liebe Freunde, haben wir euch zu Weihnachten einen Rabattcode über 85% klar gemacht. Das heißt, ihr zahlt pro Monat nur 1,84 €. Außerdem bekommt ihr noch 4 Monate gratis obendrauf. Zusätzlich habt ihr noch eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie, falls ihr mit dem Produkt nicht zufrieden sein solltet. Und der deutsche Support hilft euch bei all euren Fragen 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Vielen Dank für eure Unterstützung. Jetzt legen wir die Augenbinde an hier. Jetzt geht's los. So, Freunde, wir gehen rein, oder? Ich würde sagen, bevor du aufschließt, wo seid ihr? Alex, mach jetzt mal den Test, dass halt wirklich, weißt du, keine Ahnung. Ach ja, stimmt. Hau in meine Richtung, dass die Leute wirklich sehen, dass ich nichts sehe. Darf ich das machen? Das ist sehr gruselig, was hier gerade... Machst du schon was? Ja, bei beiden gut. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Schön. So. Gut. Dann fängt es jetzt beim Schlüssel schon mal an hier. Das ist alles nass. Jetzt werden sich ja bestimmt einige auch fragen, warum machen wir das jetzt schon? Wir kommen natürlich hier in der Nacht bei Bunker an und sehen ja, halt wenn schon nichts. Boah, das, wenn wir nicht reinkommen, wird es ein kurzes Video. Hier ist es. Es könnten 2 Schlüssel sein, die eckig sind. Ach du Sch... Hast du gefunden? Na, das ist der falsche. Ey, immer wenn 50-50 ist, mach ich die Scheiße. Na, was denn? Oh, das ist der richtige jetzt. So, Freunde. Jetzt geht's. Na. So, ist es offen, Gerrit? Hey, nicht anfassen! Okay, hier ist die Tür. Ist das creepy. Ey, wenn die Tür aufschließt, schon so lange dauert, dann wird ja was. Okay, zweite Tür habe ich. Ja, erklären wir euch auch gleich, was wir alles vorhaben heute. Wir haben eine Menge vor, Leute. Wow. So, Tür ist offen. Hast du beide Türen aufgemacht? Ja. Sag das doch. Ich schwimme einfach durch, da kann ja nichts passieren. So, Freunde, Punkt Nummer 1, Licht anmachen. Damit, ja, wir sehen eh nichts, aber damit ihr was seht. Bist du schon? Ich bin schon mitten im Raum, keine Ahnung, wo ich bin. Hast du nicht die Küche? Ich hab die Küchenzeile. Oh, das ist voll scharfkantig, ich hätte nochmal abschleifen müssen. Aha, ich bin auf dem Teppich, ich hab mich ja völlig verschätzt. Na, guck mal, hier ist die Küchenzeile, das heißt, ich muss, weiß nicht. Nein? Ah, ja, hier ist was ist das? Feuerlösch. Oh, hier liegt unser Stativ, du bist dumm, Alter. Ja, ich hab die Tonne, ich glaube, ich bin gleich da! Ich bin gleich da! Hast du angemacht schon? Wirklich? Nein. Das ist der, der dritte ist es. Vielleicht geht das welches Licht an, keine Ahnung. Muss Alex uns sagen. Ja, ist an. Echt jetzt? Hey, was ist das hier? Was
Das ist fast. Okay, ihr seht schon mal was. Ist schon mal gut. Ich sehe immer noch nichts. Ja, gut, ist ja klar. So, Tür zu machen, ne? Ja, damit die 24 Stunden beginnen können. Mann, Alter. Mir fällt gerade, ich bin mal gespannt, wie die Augen reagieren, wenn man nach 24 Stunden dann die wieder abmacht, so. Ja, ich bin gespannt. Das ist bestimmt nicht gut. Ich bin gespannt. Boah, er hat eine Stange in der Hand. Kriegst du drin. Vorsicht, geh aus dem Weg. Ja. Oh Gott! Ah, jetzt. Ist echt zu? Ja. Geil. Okay, 24 Stunden beginnen jetzt. So, Andi, geh jetzt einfach mal vor, ja? Ja. Ja, das bin ich. Laufen. Okay, hier ist schon mal... Das passt, oder? Passt, ja. Also beim Laufen können wir ja schon mal erzählen, was haben wir denn heute alles vor? Wir wollen natürlich ganz normal hier übernachten. Deswegen müssen wir jetzt Schlafplätze vorbereiten, damit wir es schon mal gemacht haben. Teppichkante. Wir müssen natürlich Feuer machen, also im Ofen. Wir wollen ja es warm haben und auch kochen. Wir wollen Plätzchen backen, wir wollen Weihnachtsbaum schmücken, weil Weihnachten ist. Und diverser anderer Kram. Also, du bist schon mal im Bett? Ja. Das ist hier noch verständlich. Ja, wenn man so Orientierungspunkte hat, geht's dann, ne? Das Gute ist, wir wissen ja auswendig, wo was ist, so ein bisschen. Man darf sich bloß nicht. Ah, hier ist das zweite Bett. Ich überlege, ob ich heute dann auch trotzdem oben schlafe, aber. So. Irgendwas fällt hier immer wieder um. Wie zu Hause, schnell zumachen. So. Ja, ich würde trotzdem gerne oben schlafen, muss ich ehrlich gestehen. So, Freunde, das war's auch schon. Im Bunker muss man ja nicht so viel vorbereiten. Schlafsack, ich habe den Carinthia Defense 4. Ich hab heute mal nur einen Sommerschlafsack bei. Ja, reicht ja vielleicht, wa? Wir machen oben eigentlich nachher reichen, an. Ja. Ist ja um die 10 Grad hier drin, müsste eigentlich passen. So, Schlafplätze. Stehst du wieder? Ja, also Schlafplätze, wie gesagt, vorbereitet. Jetzt Ofen anmachen. Ja. Weil es ist ganz schön kalt, wir brauchen ein bisschen wärmer. Das Gute ist, unser Kameramann muss ja vorher mal die Kamera anmachen und dann macht es einen Bing-Ton. Deswegen weiß ich ungefähr, wo ich zur Kamera sprechen muss. Jetzt gerade nicht mehr, aber... Auf jeden Fall ganz gut. Mann, fass mich nicht an. Boah, Mann. Das ist der Stuhl, pass auf. Das ist hier der Tisch. Na ja, du, hier, orientier dich an der Teppichkante. Da kannst du ja erstmal ungeachtet gerade auslaufen. Weißt du, was ich mir, glaube ich, gleich klar mache? Was denn? Irgendwie so ein Stöckchen, wo ich dann am Boden mit rumfühlen kann. Okay. So, hier ist der runde Tisch, weißt du? Ja, ich gehe jetzt direkt. Die Frage ist, Freunde, ist das so clever, blind, im Dunkeln quasi für euch, Für uns, jetzt mit Feuer rumzuspielen. Im Notfall haben wir den Kameramann, aber andererseits, ja. Was soll passieren? Eben. Gibst du mir mal die Buddel? Die müsste ja unten irgendwo stehen, dann gehe ich mal Anzündholz holen. Warum ist der Ofen jetzt hier nicht? Verstehe nicht. Hä? Hatte ich ja gerade schon mal. Wie ich denke, dass der Ofen viel näher dran ist. Warum ist denn das so? So. Weil dein Kopf doof ist. Ja. Sag mal, das ist doch bescheuert, wenn ich jetzt was anzünde und dann erst, ich mach das mal da drin, Alter. Das ist ja sonst viel zu gefährlich. Hä, zündet an jetzt in der Hand und legst da drin. Na, warte mal. So. Ja, oder du baust ihn drinnen halt auf, ne? Hab ich schon. Ja, hast du schon. Cool. So. Cool. Ja, toll. Ich weiß ja nicht, ab wann es brennt. Aber es hört sich so an, als ob es brennt. Schnell rein! es ist drin, aber hab ich... Ich hör's zischen. Ey, da muss man krass über Gehör arbeiten, ne? Ja, vor allem, wir müssen ja auch nachlegen. Da musst du erstmal wissen, wann du nachlegst. Mann, ich hab mir doch was vorbereitet hier. Ist alles leer schon? Ich mach mal die Dinger auch noch rein hier. Ich hab halt nicht viele... Boah, ist das gefährlich, Alter. Hast du noch mehr kleines Holz? Nee, ne? Nee. Aber das reicht, wenn die Anzünder drin sind und man jetzt hier von den größeren was reinlegt. Ach, du hast ja schon vorbereitet. Oh, was war das? Die Kamera. Das war die Kamera. Hier? Ja? Nee, hier unten. Danke für alles. Sehr, sehr gerne. Mann, ey, wenn das nachher heiß ist, kann man das nicht mehr machen, was ich jetzt gerade mache. Nee, da musst du mit dem Ding ran. So, hier. Ja, warte mal, ich hab den ersten noch gar nicht drin. Da kann man so viele Memes rausschneiden, Alter. Das ist halt so verrückt. Also auf gar keinen Fall nachmachen. Aber wie gesagt, also jetzt finde ich es auch nicht gefährlich. Nachher, wenn ich kann jetzt nachher nicht da anfassen, wo ich jetzt anfasse. Das ist das Problem. So. Ja, da müssen wir uns nachher... Oh, wo sind denn die? Ach, ja, aber Scheiße. Du musst es fühlen, damit du weißt, wo du es auch reinmachst. Die Tür aufmachen, das ist das Problem. Ja. Ja, nee, ich meine, wir haben ja feuerfeste Handschuhe. Gute Idee. Die müssen wir da nehmen. Wo sind denn die? Die sind irgendwo hinten im Regal. Hier ist der Zaun. Auf jeden Fall schon mal der Schweißer hell.
Ey. Ein Glück haben wir hier Ordnung, ne? Andi, kapp die Handschuhe! Echt jetzt geil! Oh Mann, wer stellt denn hier einen Stuhl? Ich hab die Handschuhe verloren. Das ist nicht dein Ernst? Ich hab die Handschuhe fallen lassen. Einen hab ich! Ey, wo ist denn der zweite Stuhl hier? Also der Teppich. Der ist eine gute Führung, wa? Ja, also jetzt das nimmt man ja so nicht wahr im Alltag, aber es gibt ja überall so diese sehbehinderten Leitlinien, ne? Ja. So an Ampeln und so weiter, dass die halt merken mit ihren Stöckern, wo sie langlaufen. Und so ist es ja auch gerade. Was man jetzt nochmal dazu sagen muss, Leute, wir sind ja auch nicht ganz dumm jedenfalls. Im Notfall haben wir den Kameramann und wir haben auch CO2-Melder und sowas hier. CO-Melder, alles klar. Falls irgendwas passiert, nicht, dass ihr denkt, wir verbrennen jetzt hier quasi. Wir müssen ja auch absprechen, wo wir Sachen hinlegen, damit wir sie wiederfinden. Ja, also Feuerzeug habe ich in der Tasche, damit immer jetzt Feuer am Start ist. Alles klar. Die Handschuhe liegen jetzt hier immer auf dem Tisch. Die werden immer wieder zurück auf den Tisch gelegt. Warum ist es nicht zu? Es ist nicht zu. Naja, guck irgendwas. Ja, guck du doch. Hier guckt was raus, ne? Aha. Ich habe ja feuerfeste Handschuhe, was soll passieren, wa? Ich glaube, jetzt ist es zu. Ja, es ist jetzt zu. So, wir haben nämlich halt vorbereitet, Leute. Jetzt kommt die nächste Aktion hier. Jetzt soll ein bisschen weihnachtliche Stimmung aufkommen. Wir haben einen Weihnachtsbaum gekauft. Wo bin ich? Fragst du dich gerade auch. Hä? Man darf sich nicht seitlich reindrehen, ne? Auf jeden Fall wollen wir den Weihnachtsbaum jetzt schmücken. Ich muss schon mal. Oh, oh. Ich hab die Powerbank. Die Powerbank? Oh, dann. Hallo, Gerrit, hallo. Oh, das ist sehr romantisch gerade. Oh. Jetzt schön in den Winkelschleifer rein. Ich wollte gerade sagen, ist das Schleifding eigentlich eingesteckt? Ist nicht eingesteckt. Da stecke ich jetzt ein, ja? Und anmachen. So, hier ist er nämlich, ja? Den hässlichsten künstlichen Weihnachtsbaum, den wir bekommen konnten. Stehst du jetzt links oder rechts davon? Rechts jetzt. Okay. Ja. So, wir haben eine kleine Lichterkette, LED hier, damit es auch wirklich schön aussieht. Und, Christbaumkugeln. So, hier. Und jetzt wird er erstmal geschmückt. Das seht ihr bei Instagram dann ein Foto von, wie das aussieht zum Schluss. Erstmal Lichterkette, oder was? Ja klar, habe ich da schon längst in der Mache. Du hast die Kugel in der Hand, oder? Das ist geil. So, let's go, Gerrit. Hier, ich habe es auseinandergetüdelt schon. Wo bist du? Ich höre deine Stiefel. Was machst du für eine Scheiße? Ich drehe jetzt einfach um mich. Anstatt dass er mir hilft, ja? War ich alleine die Kacke. Ich höre dich doch, bist du dumm? Ja. Der schleicht hier rum und will mich gleich erschrecken. Ich schwöre dir. Na, warte mal ab. Wenn ich nach. Ah! Oh! Du Arsch. Du leuchtest jetzt schon? Oh, nein! Nein! Das ist umgefallen. Nein. Oh, die rollen alle. Hör mal auf. Hör mal auf. Oh, Alex, leuchtet's? Ja. Na, cool. Oh, sieht ja schön nicht aus. Nicht bewegen! Aha. Ist kaputt, wa? Weiß ich nicht, bist du aufgetreten oder was? Nee, mit der Hand. Ja. Blutig? Nein. Okay, die ist kaputt. Naja, dann ist es so. Die kommt trotzdem ran. Hä, hier ist doch was dran. Ne? Ist doch was dran? Ja. Oh. Das war nach unten. Jetzt nicht mehr. Hast du gehört, was hingefallen ist? Oh Gott, ich will da nicht hin, Alter. Dann nimm mal die Kugel hier. Wo bist du? Ins Gesicht, Alter. Ich hab dir den Mund gefasst. Oh nein! Ich will mich duschen. Hier. Alter! Der sitzt sauber an meinem Finger, ey. Wie so eine Nacktschnecke. Mann, ich hab's. Gerade wollte ich noch meckern. Ah! Alter. So, wunderbar. Wie sieht er aus? Ich habe ja keine Ahnung. Also leuchten tut er, ja? Aber haben wir schon gesagt. Ja. Ist doch schön, oder? Steht er auch schon mittig jetzt hier? Hey! Also warte mal, der Müll muss hier auf jeden Fall weg. Ne? Das ist ja jetzt klar, das sieht ja bestimmt. So, wir wollen jetzt Glühwein trinken. Weihnachtlich, ja? Haben wir uns gekauft. Hallo! Ist die sauber? Mann, das Problem ist auch, ist die sauber? Weiß ich nicht. Ja. Leute, ist die sauber? Soll ich draus trinken? Was geht ab? Ja. Wir haben hier, ja? Hast du... Du sitzt auf dem Tisch. Müsste hier jetzt nicht ein Bett sein? Schall! Hier ist kein Schall, hier ist doch das Bett irgendwo. Hallo. Lol,
Ich dachte, ich bin da, aber ich bin hier. Krass, oder? Okay, ich weiß, wo ich bin. Das ist schon mal gut. Ich bin mir fast sicher, dass es das ist. So, jetzt müsstet ihr relativ schnell zurückgehen, oder? So, Gerrit, bist du? Wo bist du? Hä? Hä, jetzt bist du hier? Ich bin ein Ninja, Alter. Ich kann mich fortbewegen. Ich brauche nichts sehen. Ich fühle deine Aura und deine Präsenz. Oh Gott! Scheiß, fühlst du? Scheiß! Ist es vielleicht doch nicht das Zeug? Weiß ich nicht. Es hat sich nicht angefühlt, dass es original verschlossen ist, muss ich ehrlich sagen. Muss mal kurz. Wir kosten einfach. Oder riechen? Muss man riechen, ja. Und? Doch, ja, ist okay. Okay. Das komisch, dass es. Naja. Hat im Laden schon den aufgemacht. Sowas mag ich ja. Ey, du hast schon was getrunken. So. Schmeckt auch halt gut. Ich mach's jetzt einfach auf hier. Zack, Alter. Ist der Ofen heiß gerade? Ist das mittig? Keine Ahnung, Alter. Warte mal, ich kann ja mit der Tasse kühlen. Ja, ich stelle jetzt hier so ein bisschen an den Rand, oder was? Okay, erstmal Keksteig. Ich weiß noch auswendig. Dann hol ich mal Abendessen, oder was? Ja. Was wollen wir machen? Eine Spaghetti-Tomatensauce, oder? Fertig. Oh. Alter, warte mal! Unser Glühwein kocht! Nein, das verkocht sich! Mach das runter! Okay, jetzt der Tisch. Oh, riecht aber gut! Das ist bestimmt jetzt schweineheiß, Alter! Ja, ey, nur mit den Handschuhen jetzt, sonst ist es nicht mehr lustig hier. Ist doch easy. Vor allem jetzt die Tasse zu finden, wird auch gut. Die Feuerklappe ist zu, ne? Oh, ich glaube, ich habe meinen direkt gefunden. Ja, ich habe meinen. Geil. Oh, was liegt hier auf dem Boden? Alter! Das war knapp, oder Alex? Nee, du darfst mir nichts sagen, aber ich glaube, es war knapp. Oh ja, das war knapp. Okay, ich hab die Tasse. Deine hat gekocht, meine ist genau richtig, glaube ich. Na gut, alles klar. Aber ich muss den jetzt erstmal abkühlen lassen. Ja, das ist ja viel zu warm. Alter! Nee, warum geht das nicht? Weil der ganze Alkohol da oben dampft. Oh ja, das war lecker. Boah, ist das heiß. Meins ist gar nicht. Oh, der schmeckt aber, du. Wo ist denn das Backblech? Steht das nicht? Dann muss es links neben dem Ofen stehen. Erste Zutat, Mehl. Und zwar eine ganze Tasse, würde ich mal behaupten. Ist das? Ja, das ja, ist die, ne? Ja. Ich sehe halt nichts, ne? Das wird so viel daneben gehen. Schön bis oben hin voll. Führ mal bitte in die Tasse rein, das ist, als würdest du in Luft greifen. Aber ich glaube, hier ist. Merkst du das? Ja, aber das stimmt, das ist wirklich viel Luft. Aber mach mal nochmal hier rein. Das muss oben richtig. Sonst stimmen die Maße dann nicht. Jetzt? Nee. Hast du gerade. Du hast eine Schrei gemacht gerade, oder? Ich glaube schon. Keine Ahnung, das liegt doch nicht. Volle Tasse Mehl, naja, fast voll. Ist schon mal hier drin. Zack! So, hier, Anni, ist das Zucker? Ih, was ist das denn? Oh, hoffentlich Zucker. Richtig klumpig. Wenn jetzt salzig ist. Hast du? Ja, ist Zucker. Cool. Okay, wo ist die Tasse? Wo ist die Tasse? Hier gerade, steht doch da! Hier. Da. Geil. Oh, oh, oh. Oh, ey, sag mal. Das ist daneben gegangen. Heil, ihr Mutter Gottes. Heil! Oh Gott! Heil! Das ist alles noch viel zu viel! Ich hab da den Finger drin, Alter! Okay, dann zurück ein bisschen. Ja. Hier ist. Hier. Ich Fakt ist, die Sauerei mache ich nicht weg, ne? Warte mal, ist das? Ich muss mal kurz hier ein bisschen. Nee. So, wir haben gerade dran gerochen, das ist hoffentlich Eipulver. Es riecht nach Ei, so ein bisschen jedenfalls. Es riecht muffig. Wo ist die Schüssel? Hier, hier. Ja. Zwei Erdlöffel, ne? Ja. Machst du ruhig voll. Ich habe ja keine Ahnung, wie voll die sind. Ich habe auch keine Ahnung, ob da jetzt überhaupt was drauf war. Wie viel Zeugs hier liegt? Ist das alles Zucker oder was? Nee, hier ist Mehl. So, das ist jetzt hier. Ich habe jetzt nicht gerochen, ich habe jetzt beschlossen, das ist Milchpulver. Super. So. Das ist deine Hand. Ja, das ist gut. Warte mal, guck, ob du auch keine Scheiße machst. So. Ich mache jetzt einfach mal 5 gehäufte Esslöffel. Oha. Ist das Öl? Ist das Wasser? Ist das Öl, ne? Ist Öl, ja. Warte mal, dann verstehe ich den Deckel jetzt nicht. Da ist noch so ein Schnuffi. Ja, ja, so ein Schnuffi, ich weiß, aber. Wie viel? Ich hab keine Ahnung. Halbe Tasse, so, wa? Wie viel auch eine halbe Tasse ist. Oh, 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 schön, schön, schön. Hast du jetzt über Finger laufen lassen? Nee. Ich muss den Finger leider reinstecken, tut mir leid.
Ist das viel, ist das wenig? Weiß man nicht. So, rinn damit jetzt mit der Rotze. Oh, das, vom Gewicht her war das ein bisschen mehr als die Hälfte. Egal. So, dann verrühren wir das. Na, obwohl Wasser muss noch rein. Ja, 250 Wasser noch, wa? Geht dir das auch schon so ein bisschen auf die Augen? Ich habe tatsächlich die Augen sogar zusätzlich noch zu. Ja, ja. Aber eben. Ich glaube schon, ja. Wenn ich dann. Oh, wir müssen aufpassen, wo wir dann, wenn wir die morgen abmachen, wo wir dann reingucken. Nicht gleich ins Licht. In die Schneelandschaft draußen. Das ist halt völlig krank, ne? So, dieses. Ich glaube, ich habe so lang noch nie dunkel bewusst wahrgenommen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, es ist das wirklich so. Also. Ist schon. Oh nein, wo ist der Deckel? Gerrit, such den Deckel. Ist ja nicht so schlecht, ne? Ein bisschen zu flüssig, aber. Ja, obwohl, was heißt ein bisschen? Der ist eigentlich viel zu flüssig, merke ich gerade. Oder ist der gut? Weiß man nicht. Nee, der ist viel zu flüssig. Wie soll ich den ausrollen? Das war mir doch schon klar, Alter. Da muss mehr Mehl rein. Bisschen Mehl rein hier. Oh, das Ding geht auch gleich kaputt. Ey, Leute, kauft euch nichts Billiges, ne? Das hat nicht viel gekostet und ist gleich kaputt hier. Ja, ich mach das jetzt auf dem Ding hier, wie man das halt so macht, ne? Was machst du? Na, auf dem Tisch jetzt. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Warte. Aber nicht auf den dreckigen Scheißtisch jetzt hier, oder? Ist abgeflammt. Ja, trotzdem, leg im Packpapier oder so drunter. Aha. Dann, ja, damit ich hier halt nicht ins Holz reinzieht. Ey, Leute, es scheint tief in uns zu sein, dass wir einfach mal zu viel machen. Was ist denn für ein Kloß geworden jetzt? Ich glaube, es ist gut von der Konsistenz. Nee, also. Ihr könntet nur schmatzen den Teig. Sag mal, musst du den Teig nicht eigentlich jetzt erstmal ruhen? Ja, nicht unser Teig. Fühlt sich ein bisschen zu saftig an. Aber machen wir jetzt. So, ist das gedruckt so ungefähr? So. Ich brauche Mehl. So. Hast du schon ein Glas zum Ausstechen? Bitte bedenkt, wir können gerade nicht sehen, ja? Das müsst ihr euch immer wieder sagen. Alter, liegt da was drauf? Ja? Was lag denn da drauf? Hä, meine Tasse. Ich hab die doch nach rechts gestellt, Mann. Schau mal aufs Backblech. Alter. Ich find's halt so krass, was für eine Muscle Memory man eigentlich hat, ne? So, dass man so Sachen wie, man legt so ein Backblech einfach aus, das ist einfach drinnen. Alter, wir machen Gold. Ja, erstens das. Wir machen Goldtaler, Digga. So, hier. Ey, Mann, die sehen mir schon gut aus. Sind ein bisschen dick, merke ich gerade. Andi, war noch eine andere Sache. Ja? Wie kriegen wir eigentlich raus, wann die Dinger fertig sind? Naja, reinfassen wird, ja, angucken wird schwierig. Weiß ich nicht. Wir müssen tatsächlich die, also, boah, wie lange brauchen Kekse? 12 Minuten? Kann das sein, so ungefähr? Ich würde, wir müssen... Naja, bei der Dicke kann... das sind ja keine Kekse, das ist ja Kuchen. Na gut, dann, also 15 Minuten, dann müssen wir die irgendwie zählen. Du. Ja, stimmt, dann müssen wir hier... Dann müssen wir 15 Minuten zählen. Zählen. Immer abwechselnd. Ja, weil sonst verbrennen die. Also wir sind ja völlig falsch hier. Wirklich? Was ist da? Ja, wir müssen weiter da. Was ist denn da? Ich will erstmal wissen. Ne, das ist die Bunkerlücke. Ach, hier ist der Ausgang, endlich. Hier ist das Ding. Wir wollen uns jetzt Hände waschen, weil wir haben sehr fettige Hände. Oh ja, oh ja. Das ist der Shit. Ah, super. Jetzt ich. Na gut. Hast du Seife schon dran? Ja, sicher. So, vor sie mal an. Ja. Alter, das wird schon kühl. Ja, ein bisschen. Okay, recht. So sehen die Kekse aus und die kommen jetzt in den Ofen. Haben wir ein Blech voll, ja, aber ist hier ein Doppelkeks, Alter? Oh, ist der dick? Aha! Was? Warum ist denn der eine so dick? Na, egal. So, Gerrit. Ist ein Burger. Okay, und ab jetzt, Leute, müssen wir gleich zählen. 15 Minuten ungefähr. Das Blech ist doch falsch, oder was? Dann steht es jetzt hier halt unten auf dem Boden. Okay. Zählen wir abwechselnd bis 60, oder was? Ja, ich brauche einen Stuhl. Oh, okay, 1, 2, 3, 55, 56, 57, 58, 53, 54, 55, 13, 1, 2, es nervt mich, 3, ich hasse es, 4. Jetzt haben wir zu Ende gezählt, endlich, meine Güte, ey. Die Kekse kommen raus, Freunde, wo auch immer ihr seid, sie kommen raus. Gerrit?
Ist jetzt weißt du was, ich ziehe mir jetzt den Handschuh aus. Ein bisschen müssen sie noch. Also ich kann drauf rumdrücken. Ja. Sind schon gut warm, aber sind noch so ein bisschen weich. Ich würde jetzt nochmal, keine Ahnung, 3 Minuten machen. Komm, machen wir 5, machen wir 5. Alles klar, machen wir 5. 5 Minuten. 5 auf Sicherheit angelegt. Wir wollen endlich wieder Zahlen zählen, juhu. Wir gehen rein. So, jetzt müssen die Kekse aber wirklich mal durch sein, ja? Jetzt kommen die mal auf den Tisch. Das ist wahrscheinlich komplett schwarz. Aber es riecht nicht danach. Die zischen halt viel. Da ist sehr viel Flüssigkeit drin. Wie kann das denn sein? Andi, geh mir bitte aus dem Weg. Aha, warum ist das Blech so schwer? Oh Gott. Ja, geh mir aus dem Weg. Das muss auf diesen kleinen Holztisch, da kann nichts passieren. Hier ist der Tisch. Stimme, Stimme, hier. Tisch, Tisch, Stimme. Ach, auf den Tisch! Ja, klar. Oh Gott. Der andere Tisch, der ist zu dreckig und da ist zu viel drauf wahrscheinlich. Okay, hab ich? Gehst du weg? Ja, ich bin weg. Okay, steht mittig. Gut. So langsam habe ich auch Hunger, ja. War deftig, wäre gut. Mein Kekseessen ist ja jetzt schön und gut für Weihnachten, aber... Aber vorher muss ich erstmal ein. Das ist das Ding schon wieder umgefallen, ey. Ah, Hilfe! Mach den nicht kaputt, Mann! Wo willst du überhaupt hin? Ich will zuerst auf Klo. Du kannst nicht mal... Ich schließe mich ein. Du bist eine Ratte, Alter. Mach's gut, du Trottel. Oh, oh. So, Gerd. Wir dürfen auf gar keinen Fall die Behälter vertauschen. Verstehst du? Das hier ist meiner. Okay? Wo lege ich das jetzt hin, Alter? Der Deckel ist zu. Leg's in die Dusche. Erstmal, wa? Ja, und ich leg meins dann auf den Pult bei der Dusche. Nachher gibt's Apfelsaft. So, und jetzt werden Kekse verkostet. Ich hab schon einen. Oh, die sitzen auch richtig temperaturmäßig. Warte mal, Klangtest. Was? Ein bisschen hart. So, so sehen sie aus. Oh, aber brechen ganz gut auf. Ah, das ist... Ich koste jetzt an, ja? Ich auch, ja. Ja, waren zu lange drin? Ah, aber gut. Geht. Die schmecken gut. Sind, ja, aber... Das ist die Frage. Schmeckt man nicht, dass keine Butter drin ist, finde ich. Wenn ich jetzt einen dickeren nehme hier? Ich hab schon relativ dicken. Keks. Doch, geht aber. Ist okay. Oh! Nice, ey, wie geil. Ja, Kekse, Leute, check. So, Freunde, jetzt sind wir hoffentlich im Lager. Ja, sind wir. Und jetzt ist ja, Abendbrotzeit. Aha. Und wir wollen entweder eine Büchse. Ich verstehe auch nicht, warum jetzt hier in dem Fach eine Glasflasche ist. Hey. Naja, auf jeden Fall. Oh, das ist schon mal gut hier. Wir machen nämlich jetzt einfach, wir reißen jetzt irgendwas auf hier. Keine Ahnung. 3 Dinger. Machen die in den Topf rein und dann ist gut, ey. Dann ist gut. Ja? Nicht so kompliziert machen. Denn, Freunde, so durch die Gegend hier laufen, das verbraucht so viel Zeit. Also wir haben ja auch Zeit, aber... Also mal, was ist denn hier los? Oh. Also, jetzt ab in die Küche wieder. So, hier haben wir einen kleinen Topf. Hat Gerrit gerade rausgesucht und hier ist unser Essen. Ihr seht's ja, was haben wir heute? Keine Ahnung. Wir werden schmecken, was es ist. Die Frage ist ja jetzt, hast du auch 3 gleiche gegriffen? Ich habe die übereinander genommen. Wir haben ja quasi das Sorte sortiert. Ne? Ja, okay. Sehr gut. Ja, das riecht nach irgendwas, keine Ahnung, was das ist. Oh, zeig mal, lass mich mal riechen. Das ist so Rindfleisch mit irgendwas, wa? Oder was? Das ist auf jeden Fall, ich tippe mal auf Cevapcici. Bin mir aber nicht sicher. Wahrscheinlich ist es das Curry, man weiß es nicht. Wir haben ja 2 Sorten nur da und du, wenn du es nur riechst, kannst du es nicht identifizieren. Hier ist der Topf. Hier steht ein Glas, Alter. Oh, oh, schon mal weg. Hä? Warte, ne, ich hab's noch nicht. Warte, jetzt. Genau, extra dann rumwackelt, damit es noch gefährlicher ist. Ja, klar. Das klingt schon so wie Katzenfutter, Alter. Ja. Ja, das ist nämlich ganz schön wurstig da rausgekommen. Das ist halt kühl hier im Bunker, ne? Ja. Ich würde jetzt halt interessieren, was wir hier beim Ofen für eine Temperatur haben. Außentemperatur sind unter 0. Hier müsste irgendwo das... Ja. Ja, ihr seht es da gerade, wir leider nicht. Wie viel Grad sind, Luftfeuchtigkeit. Ja, so warm wird es nicht sein. Der Ofen ballert gerade nicht so.
Ja, wieso nicht? Der, ja, vielleicht muss man das Holz kleiner machen. Entweder ist es angebrannt oder es liegt einfach nur so schlecht. Wie viel Hunger hast du denn? Ja, geht schon. So, mehr gibt's jetzt erstmal nicht. Ist das warm? Kann ich es anfassen? Also, ja, aber es ist schon unten ist schon heiß, so ein bisschen. Safe das Chibab, Gigi. Dass du das sagen kannst, ich schmeck einfach ja nicht gerade, muss ich ehrlich sagen. Ich schmeck nicht! Aber was Warmes zu essen ist immer ganz geil. Ja, mega. Oh, das ist das Curry. Wir haben jetzt fertig aufgegessen, beziehungsweise ich glaube bei mir ist noch was im Topf drin. Ich habe jetzt irgendwann aufgehört, weil es ist irgendwie komisch, wenn man das Essen nicht sieht, dann weiß ich nicht, das ist so unendlich. Ja, gefühlt jedenfalls. Ich bin auch jetzt schneller satt geworden. Ich auch. Also ich. Also, das hat schon Auswirkungen auf jeden Fall. Naja. Komisch. Jetzt geht's ab in die Falle. Ja? Ich bin jetzt auch gut müde. Genau. Also, mal gucken, wie wir uns da jetzt reinwurmen. Das ist anstrengender, als man denkt, nichts sehen zu können. Es nervt auch einfach. Das ist komisch einfach. Ja. Also. Na gut, also ab in die Haia. Noch ein Keks? Wer hat noch Keks? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Du stehst wahrscheinlich unten, ne? Jawoll. So. Ey, das Gute ist, wir müssen uns um das Licht auskümmern und so nicht kümmern, ne? Das ist ja faktisch dunkel. Na, das muss Alex dann wahrscheinlich nachher machen. Sonst wird er nicht schlafen können. Schätze ich mal. Das ist doch Alex' Problem, wie meins. Ah, ich hol mir noch Kissen. Oh, kannst du mir zwei rüberwerfen, bitte? Zwei? Als ob das jetzt so schlimm ist. Zwei Scheißkissen. Aber rüberwerfen ist vielleicht doch nicht so nur eine gute Idee. Bist du oben oder unten? Also ich schlaf oben, ich ziehe aber unten gerade meine Schuhe aus. Hey, nee, eins ist runtergefallen. Wie soll ich... Ach. Wo liegt's denn wahrscheinlich? Ja, weiß ich nicht. Ah! Hä? Hier ist Kids. Ist da irgendwo ein Hühner? Ah, oh Mann, ey! Ist es dahinter gefallen? Weiß ich nicht. Ja, woher soll ich denn wissen? Ja, dann bleibt's jetzt einfach... Ah! Hör doch mal auf, ey! Dann bleib jetzt liegen. Nein, nicht du. Das Kissen bleibt jetzt liegen. Ja, vielleicht habe ich es aber auch schon oben bei dir aufgetan. Jetzt habe ich mich am Ellbogen nochmal gestoßen. Ich hasse dich, Bett. So, hier stehen meine... Ich schieb meine Schuhe drunter. Hallo! Ah! Ah! Nee, rumgerührt. Boah, Alter. Also, eins muss man ja echt mal sagen. So rustikal die Betten sind, die sind halt gemütlich, ne? Das ist halt echt so. Das, ich verstehe das nicht. Ich schlafe hier immer besser als zu Hause. Das ist ja auch eine Ansage, ey. So, Freunde. Alles ein bisschen komisch heute. Bis jetzt lief es ganz gut. Wir haben noch keine Verletzung, keine Verbrennung. Finde ich schon mal top. Ich würde sagen, jetzt ist erstmal haja haja. Und ja, bis morgen. Ja, auch ich wünsche euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann morgen früh. Alex, du wächst uns dann, ne? Mhm. Ja, sauber. Na dann. Wie spät ist es? Halb acht. Na gut. Machst du bei Andy dein Ritual? Na klar, das lassen wir nicht nehmen, du. Guten Morgen! Gute Schlafwand, Sama. Mann. Sag doch einfach mal leise guten Morgen. Kann ich nicht. Das ist auch so ein bisschen, Andi, das ist auch ein bisschen für mich, damit ich auch wach werde, weißt du? Jo, Andi, hast du geschlafen? Tatsächlich ganz gut, ne? Ja. Weil die Sache ist die, wo wir im Bunker schon öfters übernachtet haben, ja, war es das Gleiche, weil wir waren ja dann zu zweit da und dann waren eh stockduster. Ja. Gerrit musste dann auch immer früh erst zum Licht hinlaufen. Der Lichtschalter ist ja da hinten, also die Powerbank. War jetzt kein Unterschied, sag ich mal. Richtig. Also für mich ähnlich. Ich doch, der Unterschied ist, ich hab das Licht angemacht. Beziehungsweise ist ja Quatsch, ich hab das Licht ja nicht angemacht. Das Licht ist an, aber wir sehen nichts. Das ist ein bisschen komisch jetzt, ja. Vor allem, ich habe jetzt nicht schlafen und jetzt nach so vielen Stunden ist jetzt immer noch einfach Dunkelheit. Ja, es reicht jetzt auch mal langsam, Leute. Es reicht. Ja. Es
Es ist einfach nervig, dass es die ganze Zeit dunkel ist. Ja. Vor allem alles auch zu machen, wenn es dunkel ist. Ja, ich habe jetzt das Feuer nochmal angekrebelt. Das dauert halt alles länger. Das ist halt krass, ne? Naja. Aber jetzt ist erstmal ein bisschen Frühstückszeit. Mal gucken, ob wir finden, ob wir schnell essen können. Das ist ein Sack, Alter. Also diese Zwischenspiele sind krankläufig. So, Freunde, jetzt genug ihr Scherz hier, Thema Frühstück. Wir dachten uns, ja, wir haben noch Kekse, warum sollen wir jetzt noch was anderes machen? Wir essen jetzt Kekse, aber wir haben Bock auf was Süßes. Kekse sind schon süß? Machst du ja gerade Quatsch? Nein, nein, nein. auf jeden Fall, Gerrit, deswegen brauchen wir was? Schoki. Schoki. Schoki, wir wollen jetzt die Schoki schmerzen. Ich weiß schon, das mittlere Fach ist unser Süßigkeitenfach. Wir brauchen... Das klang nicht gut. Naja, du trittst dich schon fest an die. Das war auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Das ist nämlich die Kiste. Nein, das waren die Center Shots, oder? So, Freunde, einfach kurz ein bisschen klein gemacht hier. So, und das kommt jetzt ganz stumpf einfach auf den Ofen drauf. Wo ist dein Becheronski? Da ist noch wahrscheinlich Glühweinrest von gestern. Ich hab's gestern gar nicht mehr getrunken. Oh Mann, ich trinke den jetzt kalt. Ich mach das jetzt einfach mal so, Andi, dass ich, der Beutel ist schon drin. Ich schütte da jetzt einfach kaltes Wasser drauf. Ja, dann lassen wir das warm werden. Das ist ein Kaltaufguss, ja. Das geht nun mal nicht anders. Oh, das riecht richtig geil, ey. Echt? So schnell schon? Ja, das ist Kinderschokolade, das ist eh nur Fettglasur. Nice. So, Andi, Vorsicht! Ja, ja. Du hast jetzt schon mal Hab ich geplempert? Ich hab doch gerade Wasser gehört, oder? Nein. Ich glaube, du hast gekleckert. Ey, ich bin hier. Falls dich's interessiert. Hier sind die Räuchchen. Ich rieche die Schokolade. Okay. Hast du beides? Aha. Du weißt, welche Tasse noch welche ist, ja? Ja, die rechte ist meine. Perfekt. Nee, die rechte ist deine. Meine ist Löffel. Okay, das ist doch meine Aussage. So, jetzt werden wir hier ein bisschen Glasur rüberbringen. Ich hoffe, ich treffe. Ich kann jetzt nicht mit dem Finger da reingucken. Ja, das sieht doch gut aus. Also gut aussehen wird es jetzt nicht, aber... Es weihnachtet sehr! Ich würde sagen, die ganze Sache ist, Andi schüttet die komplette Schokolade auf den Boden. Ich glaube nicht, oder? Ey, aber ich bin sehr am Rand, merke ich gerade. Du darfst es nicht sagen, Alex, wo die Schokolade ist. Ey, ich bin gerade sehr am Rand. Ich habe gekleckert. Ich habe gekleckert, oder? Ey, verarsch mich doch, Mann. Ey, Gerrit, ich heul gleich. Ich bin gespannt, wie das Schlachtfeld hier dann aussieht, ne? Stand ich jetzt echt einen halben Schritt zu weit rechts? Kann das sein? Manchmal kommt einfach gar nichts. Warum? Leute, der Tee dauert ja ein bisschen, bis er jetzt quasi kocht, das Wasser. Deswegen dachten wir uns... Ah! Das ist eigentlich das Allerbeste. Beim Reden, ich hasse dich so. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, bevor dieser Unmensch mich erstochen hat. Wir werden jetzt einfach ein paar Sachen malen, die uns Alex jetzt ansagt und mal gucken, was da rauskommt. Weil der Tee braucht wahrscheinlich noch so 10 Minuten oder so. Gut, also Nummer 1, was sollen wir malen? Ein Tannenbaum. Ach du Scheiße. Ein Tannenbaum. So, warte mal. Möglichst oben anfangen. Genau. Ich ziehe mal einen Strich in der Mitte. Hä? So, hier. Anni, hier ist meine Hand. Hier, merkst du das? Warte, ich mach einen Magnet hin. Wo bist du denn? Hier ist die Mitte, ja? Ja, jetzt wüsste ich so nicht mehr. Fühlst du den Magnet? Fühl mal den Magnet. Da ist die Mitte. Verstehst du? Okay, ja. Alles klar. Okay, also. Ein Tannenbaum, ja? Ein Tannenbaum. Easy. Oh Gott. Wie fängt man da an, dass man das schafft? So. Hab ich? Ich glaube, ich bin auch fertig. Ja? Okay, was jetzt? Jetzt ein Stern. Aha. Oh, wie viel Zacken? 5. Das überlasse ich euch. Steine sehen verschieden aus. Sucht euch einen aus. Ja. Jetzt muss ich nur hier unten. Hey. Ich mal den auch noch ein bisschen aus. Keine Ahnung, ob das klappt jetzt. So. Okay. Ja? Und, was noch? Hey, okay, krass. Also Gerrit hat unbewusst irgendwie einen zweiten Stern mit reingemalt. Okay. Und jetzt ein Haus. Wenn ihr gut seid, das Haus von Nikolaus. Ja, einfach ein Haus, passt schon. Eine Türklinke. Okay. Okay, gut. Was hast du gerade mit dem Stift gemacht? Eine Türklinke. Achso, okay, ja. Hä?
Nee, ja, gut, ich zeig mal die Resultate. Nee, die besprechen wir am Ende. Jetzt geht's zum Frühstück. Ach so, okay. Würde ich sagen. Okay, okay. Damit wir das auch selber sehen. Da habe ich Bock drauf. Gut. Was ist das alles hier? Das ist das. Ach so, ich dachte, wir essen hier. Ach so. Gut, okay. Ich stelle deine Tasse hier. Mann, wo hab ich denn jetzt gerade reingefasst schon wieder? Warte, das Handy gewaschen. Da hinten steht das dreckige Geschirr. Oh Gott, nein! Woher stellst du dann ohne was zu sagen? So, hier ist deine Tasse. Irgendwo. Bist du's? Ja, ich bin es. Ey, aber dann. Oh, ich muss jetzt das Blech hier hinstellen. Oh Mann, hier ist gar nichts drauf, Alter. Hä? Ich hab schon dran. Hier ist eine Stroh, hier ist eine Stroh. Ist auch nichts. Was hast du denn gemacht? Wo ist denn die Scheiße hin? Hier ist was. Ich hab einen. Auch schön. Erstmal alle Kekse einfach angefasst. Ja, gut, aber. Hier ist noch einer, wenn du willst. Da ist was drauf. Ich sag mal, auf den ganzen Keks ist keine Schokolade. Ich hab ja, hier ist was drauf. Ja, ich hab mehrere Löffel Mann, hier ist nichts drauf. Oh, ey, komm mal jetzt einen. Lass dir schmecken. Guten. Oh, Alter. Aha. Oh, der Keks ist besser. Mmh. Ja, mit der Schoki ist gut. Hey, Gerrit, hier ist alles voller Schokolade noch. Ich spüre das gerade. Das ganze Blech hier an der Seite. Und am Rand, das heißt, da ist auch was, Mann. Ach, hör doch auf, ey. Na, Jutti, wir essen auf und dann muss Alex uns sagen, ob die 24 Stunden dann endlich mal rum sind. Ja, und dann gibt's nochmal ein Fazit von der ganzen Sache und wir gucken nochmal unsere Bilder an und alles, ja? Also, bis gleich, Leute. So, Alex meinte, 24 Stunden sind jetzt vorbei. Jetzt ist der große Moment, Leute. Wie reagieren die Augen? Ich traue mich gar nicht, ehrlich gesagt, ne? Bist du schon unten? Ja, ich hab's schon ab. Oh. Und Augen auf. Oh, Alter, ich sehe meine Wimpern, die sind nach innen gebogen. Oh, ist der. Hä? Digga, ich sehe meine Wimpern, die sind nach innen gebogen. Alter, deine ganzen Augenbrauen auch völlig. Oh, ist das hell, Alter. Alter. Zeig mal deine Pupillen. Oh, du hast blutrote Augen, Digga. Echt jetzt? Das ist, ja. Die Äderchen so. Oh, naja, ist auch sau anstrengend irgendwie. Oh. Also noch ist alles verschwommen. Bei mir ist immer alles verschwommen, aber jetzt ist ein bisschen mehr verschwommen. Ja, bei mir sowieso. Ich muss jetzt erstmal auf die Suche nach meiner Brille gehen. Ja, schon, du bist ja eh blind. Ja, wir kommen erstmal kurz klar und dann erzählen wir euch was. So, Fazit kurz und knapp zum Weihnachtsbaum. Geht, ne? Ey. Bisschen schief hier oben, aber... Ganz ehrlich, das geht voll klar. Relativ gleichmäßig geschmückt. Ist halt echt so, ja? Also schon mal, Weihnachtsbaum ist geglückt. Fazit zum... Essen machen, backen. Was ist denn hier passiert? Ich behaupte, die Kekse sind gut geglückt, aber das hier ist nicht unser Ernst, ja? Ja, keine Ahnung. Müssen wir irgendwie nachher alles aufräumen? Vielleicht aber auch erst einen anderen Tag. Was ist denn? Alter, ist hier Chaos, ey. Das ist ja einmal alles, Alter. Naja. Na gut. Okay, dein Baum? Sieht gut aus, geworden, wirklich oder? Gut aus, ja? Ja, ich weiß ja nicht, wann das hier passiert ist. Das ist davor zu testen, ne? Genau. Okay, also Bäume gehen auf jeden Fall klar, ist deiner auf jeden Fall schicker. Wie sieht denn das hier aus? Dein Stern, es ist gruselig, dass du 1:1 den Stern versetzt hast. Ja. Ja, sieht richtig geil eigentlich aber aus. Aber wenn du jetzt mal guckst, wie präzise der erste ist. Crazy, nicht? Alter. Mein Stern ist ein besonderer Stern. Der sieht ein bisschen aus wie Patrick. Ja, der deppt. Guck mal, so rum deppt der gerade. So, dein Haus? Nicht schlecht? Ja. Hätte man besser machen können. Aber deins ist Killer. Geile Nummer, mit Schornstein, oder? Mit Schornstein? Okay, die Fenster ein bisschen höher eigentlich, aber krass. Die Türklinke ist hier gelandet, oder was? Die sollte eigentlich hier landen. Verrückt. Ich habe auch wirklich fast am Rand gemalt. Naja. Lustig, ey. Ja. Wirklich lustige Sache. Probiert es zu Hause aus mit euren Freunden. Das macht ja richtig Spaß, ey. Jetzt mit offenen Augen eine Frage an euch. Ist so eine Art von Video, einfach so ein Selbstversuch, interessant für euch? Schreibt es in die Kommentare. Endgültiges kleines Mini-Fazit. 24 Stunden mit einer Augenbinde. War eine krasse Erfahrung. Krank. Ja, einfach ein Sinn komplett ausgeschaltet. Ja. Man fuchst sich aber so ran. Wir sind, glaube ich, zum Schluss immer ein bisschen schneller gelaufen, sage ich mal. Und hat nicht mehr so viel Angst, irgendwo gegenzustoßen zum Beispiel. Ja. Aber nach dem Aufstehen war echt scheiße, dann nicht sehen zu können sozusagen. Ja. War krass. An dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an unseren Sponsor des heutigen Videos, CyberGhost VPN. Wenn ihr einen guten VPN-Provider sucht, checkt auf jeden Fall mal den Link unter der Videobeschreibung aus. Dann könnt ihr euch nämlich für 1,84 Euro im Monat einen sehr, sehr guten Provider gönnen. Vielen Dank für eure Unterstützung. An dieser Stelle dann jetzt auch nochmal frohe Festtage für euch. Habt eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns wie immer am nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin, ciao!